Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Jörg sitzt da wie ein begossener Pudel, weil ich habe gerade zu ihm gesagt, in jeder anderen Region in Deutschland hättest du schon keine Koi mehr. Die hättest wahrscheinlich gehimmelt. Wahrscheinlich nicht alle, weil die fangen dann langsam zu sterben an. Tim misst gerade noch Ammonium, Nitrit, Phosphat, alles was wir vor dem Metro schmeißen. Da wird nichts sonderlich Schlimmes dabei rauskommen. Wir haben kalt überwinterten Teichen, wir haben eine Außenhälterung bei 20 Grad. Wie viel Kubik? 4? 5? Das sind 4. 4 Kubik. Bei 20 Grad 200 Gramm Futter. Jörg hat gesagt, dass er nicht so viel Wasserwechsel macht, dass er auch den Filter nicht ganz so oft reinigt. Das ist nicht so schlimm, solange man Wasserwechsel macht. Und als ich da und hier pH-Grad gemessen habe, also ein Teich kalt, 6 Grad ungefähr, der andere. Ja. Wie viel 6. hat er? 6 also noch, ich habe jetzt 6 Grad, ja. Genau. Die andere 20 Grad, dann habe ich hier im Teich einen pH-Wert von 7,8 und im Außenbecken von 7,7 gemessen. Würde jetzt jeder im ersten Moment sagen, ist doch gut, ja? Ja. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich Ihnen immer sage, plausibilisieren. Wir sind hier in einer Region, die wahrscheinlich sehr kalkhaltiges Wasser hat. Ausgangswasser. Ja, wir haben zwar Enthärtungsanlage. Aber das Wasser hast du vor der Enthärtungsanlage weggenommen, oder? Für den Teich? Nee, das kommt, also ich habe ja nur Leitungswasser. Also Leitungswasser. Also aber du gehst nicht durch die Enthärtung, ne? Nee, also das wird also vom Wasserwerk, die eine Enthärtungsanlage. Also das kommt also in die Leitung schon enthärtet. Genau. Dann will ich mal wissen, wie das Wasser ist, wenn das, bevor es enthärtet wird. Weil ich habe dann, nachdem ich, wenn ich im Winter einen pH-Wert, wo vorne eine 7 steht, messe, in einem kalt überwinterten Teich, werde ich immer hellhörig. Das sind alles Teiche, die entweder in einer Region sind, wo sie extrem weiches Wasser haben, oder es sind Teiche, wo extrem wenig Wasserwechsel gemacht wurde, wo im Zuge der Nitrifikation, im Zuge der biogenen Entkalkung der Algen, Photosynthese, wo die Carbonathärte aus dem Wasser gezogen wurde und die quasi mit einem viel zu geringen pH-Wert im Winter gehen. Im Teich habe ich einen pH-Wert von 2 gemessen, in der Außerhälterung einen pH-Wert von 3. Also in der Außerhälterung, wo ich eigentlich den niedrigere pH-Wert vermutet hätte, ist er höher als im Teich selber. Das ist wahrscheinlich dem Umstand geschuldet, dass du den Druckfilter von Oase, dass du den regelmäßig reinigen musst, oder? Ja. Und dass du da relativ mehr Wasserwechsel machst als im Teich. Mache ich mehr Wasserwechsel, weil. So, und das merkt man auch. Und einen pH-Wert von Carbonathärte von 2 im Teich, können wir ja noch sagen, wenn das jemand als Expertensystem macht, der regelmäßig Mist macht, tut, ist das sehr gut. In Japan haben die auch nicht mehr. Dann dübel ich mir irgendwo noch ein paar Kilogramm Austernschalen in meinen Filter, dann ist das eine gute Sache. Und dann habe ich zu ihr gesagt, und jetzt möchte ich bitte das Ausgangswasser haben. Dann ist es seitlich ans Haus und das ist das Wasser, mit dem du die Teiche bespeist. Ja. Dann hat er da vor meinen Augen hat er in einen Pappbecher das Wasser eingefüllt und dann war ich wirklich gespannt, wie hoch ist die Carbonathärte im Ausgangswasser, was vermutest du? 10? 12. 12. Und ich sage Ihnen ja immer zwischen 3 und maximal 4, 5, wenn man da ein Delta, also der Unterschied zwischen Ausgangswassercarbonat hatte, was uns der pH-Wert stabilisiert, und Teich- oder Außenhälterungswasser, 3 bis maximal 5, damit kann man arbeiten. Das zeigt, dass die Biologie am Laufen ist. Ja? Das zeigt, dass der pH-Wert wahrscheinlich in den meisten Fällen etwas nach unten kommt, weil wir wollen ja gar nicht den hohen pH-Wert. Aber aufpassen, wir wollen ihn nicht, aber wenn er dramatisch unten ist, ist das ein Zeichen, dass wir zu wenig Wasserwechsel machen, dass irgendwas schief läuft. Aber wir haben bei Jörg hier ein Delta von 9 bzw. 10. Achtung, im Außenteich wird mit Carbonathärte 10 gespeist, aber im Teich selber sind nur noch 2. Das ist übrigens einer der Gründe, warum dein Wasser so gelb ist, weil du viel zu wenig Wasserwechsel machst. Ja? Okay. Und das ist, was ich Jörg gerade vorher gesagt habe. Das Ausgangswasser, deine Rahmenbedingungen retten oder haben deinen Koi den Arsch gerettet. Du musst dir überlegen, wenn wir haben in Abstadt 7, ja? Ja. Wären wir hier schon bei minus 2, das geht ja nicht. Ja? Ja. Da wäre es schon, wenn du Abstädter Wasser hättest, wäre dein pH-Wert, hättest du den ersten Säuresturz schon gehabt. Du misst einen pH-Wert? Ich messe. Du hast ihn aber 7,4 gemessen und wir haben 7,8. Ja, also ich, du hättest dann irgendwie gemerkt, wenn das Messgerät dann auch tatsächlich stimmt und passt. Aber das ist viel zu krass.
Ja, also okay. Du musst jetzt mal die Temperatur von deinem Ausgangswasser messen und musst dann schauen, dass du wirklich Wasserwechsel machst so lange. Bestell dir irgendwo ein Carbonat, diese Tröpfchentest, Carbonathärte, die sind sehr zuverlässig. Entschuldigung. Und dann mach wenigstens, dass du auf 7, 8 kommst. Und dann ist dein pH-Wert bei 8,2. Und dann halt dich bei der Futtermenge, die du reindübelst. Im Sommer bis zu 1,5 Kilo auf 25.000 Liter, 26.000. Das ist eine richtige Menge Futter. Ja, ich meine, im Sommer mache ich mehr, schon mehr Wasserwechsel, ja, aber war es auch zu wenig. Rausgekommen. Ja. Machst du 25% in der Woche? Nein. Mach die 25%. Glaub mir, wenn wir die empfehlen, hat es wirklich einen Grund. Echt? Das war zu wenig. Da sowie als auch da. Witzig ist, dass die Außenhalterung eigentlich noch höher ist. Da hätte ich jetzt eigentlich vermutet, einer, der es hier runterfährt, dass er dann hier richtig Probleme hat, aber das war gut. Sauerstoff da drüben 8,2 bei 20 Grad reicht aus. Aber nicht, wenn die Temperaturen, so wie du vorher gesagt hast, wenn die Temperatur steigt, dass du dann viel fütterst. Das wird auch nicht funktionieren, dann bist du ganz schnell unter 7. Ja, du hast heute noch nicht gefüttert. Nein. Interessant wäre, wie ist es, wenn du schon gefüttert hättest? Du weißt, wie stark ist die Luftpumpe, die dranhängt? Ist 80er oder 100er. 80er oder 100er, das hängt dann auch immer vom Fabrikat an. Ja. Aber da brauchst du ein bisschen mehr. Das ist wichtig, vor allem höhere Temperaturen ist immer Sauerstoffproblem. Hier im Teich ist jetzt genug drin, das ist klar, da ist offen, da ist das Wasser kalt. Ammoniumnitrit, Tim? 0,18 und 0,1. Also 0,18 Nitrit ist auch zu hoch für den Winter, für das, dass du nur wenig findest, kein Ammonium. Jetzt Phosphat dürfen wir beide mal raten. Ich sage, hier sind wir außerhalb der Nachweisbarkeitsgrenze, da sind wir außerhalb, nee, und da drüben sind wir bei 5,8, da wahrscheinlich auch außerhalb der Nachweisbarkeitsgrenze. Was sagst du? Keine Ahnung. Tim? Oder? Beide? Wir sind bei beiden Anlagen und das sind immer die tief dunkelblauen und das ist dann immer noch zusammen mit dem pH-Wert, ist es das Totschlagargument, das ist schwarz. Also wir wissen jetzt nicht, es ist noch immer dunkelblau. Wir wissen jetzt nicht, sind wir phosphatmäßig bei, wie hoch ist es, 8,9, was wir messen können? 8 oder 9. Ja, so zwischen 8,7 ist, glaube ich, das Maximum. Das kann sein, dass es 15 sind, das kann sein, dass es 20 sind. Und übrigens kann es auch sein, dass du keine Algen hast, weil du mit Phosphat völlig überdüngt hast. Weil das ist mit Algen und Phosphat, das ist wie mit Schrauben und Schraubenschlüssel, nach zu kommt ab. Ja, hörst du es ganz fest zu und dann ist es keine Schrauben mehr. Und genau das Gleiche kann hier auch passieren, dass du Überdüngung hast. Also sowohl deine Riesendifferenz zwischen Carbonathärte, Ausgangswasser zu Teichwasser, plus die Tatsache, dass dein Phosphatwert völlig außer jeder Range ist, kann natürlich auch am Fischfutter liegen. Das ist immer ein Ding von beidem, dass es so hoch ist. Wir messen bei unserem Konischi-Futter, selbst bei Bürstenfilterteichen, auch wenn die nur alle paar Monate mal gereinigt werden, messen wir Phosphatwerte, die bedeutend tiefer sind, also dann auch bei 2 oder so. Ich biete dir gerne an, umzusteigen. Join the bus. Nein, Spaß, darf jeder machen, was er will. Ich bedanke mich bei dir, dass wir hier das so offen zeigen dürfen. Weil genau das hilft unserer Community, weil glaub mir, das, was du machst, ist nicht die Ausnahme, es ist eigentlich eher die Regel. Und darum, ich habe es letztens noch zu Tim gesagt, das ist schade. Ganz am Anfang, als ich mit der Bloggerei angefangen habe, bin ich von einem Teich mit Katastrophe zum anderen gekommen. Aber dieses Jahr, wie viele Teiche haben wir jetzt schon in Folge, wo wir schlechte Wasserwerte messen? Die letzten zwei Wochen fast jeder, also du bist da absolut nicht alleine. Aber wer alleine ist mit schlechtem Wasserwerten, sind die Koi. Ja. Versprichst du mir, mehr Wasserwechsel zu machen? Ja. Ich kriege jetzt eine Wasseruhr, wo ich nachher kein Abwasser. Fürs Gartenwasser? Ja. Weil das ist, wie gesagt, ist halt leider auch ein Hobby-Kostenfaktor. Wie gesagt, jetzt durch die Energiekrise und alles, wo mal halt irgendwo, aber. Dann kauft ihr keine Fische? Dieses Jahr und investierst ins Wasser. Ja, das ist aber auch schwierig. Aber jeder hat es gehört, investier erst in die Pflege, bevor du... Ja, das mache ich in Pflege und aber doch noch einen Fisch oder irgendwas. Das ist in Ordnung, aber die Pflege steht über allem.
das ist so. Ja, wie gesagt, man muss ja an sich und immer... Und wir hatten hier auch drei Faktoren übrigens. Wir haben gelbes Wasser, Phosphat und Ding. Du siehst, das greift alles ineinander. Und irgendwann kippt so ein Ding, so ein System. Und 0,18 Ammonium ist auch zu hoch. Wann hast du hier das letzte Mal gefüttert? Gestern Abend. Nitrit. Gestern Abend. Ne? Das ist dann abends oder ich im Winter. Ja, abends, Mittag so. Ja. Bei mir ist eigentlich meine Fischerwiese Uhrzeit, also meins ist immer gegen 6. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Die wissen das so wenig wie meine. Übrigens, dein hoher Nitritwert kann damit zusammenhängen, dass du die hinteren zwei Filterkammern 3 Jahre nicht geputzt hast. Ja, geputzt, ich lasse halt unter ab. Halt, dann tu mal, aber nicht, wenn es hier draußen gefriert, sondern jetzt ist eigentlich das richtige Wetter. Mal raus, Filtermaterial nass lassen, weil er hat erzählt, dass er die Japanmatten und hinten das Helix noch nicht gereinigt hat. Wenn das unten richtig verdreckt ist, dann kann das auch hemmend sein. Jetzt hast du dich so gefreut, dass wir gekommen sind. Jetzt, jetzt gehen wir vom Hof und du hast einen Arsch voll Arbeit. Richtig. Selber schön. Aber ist auch gut so. Eben. Man kann immer nur dazulernen. Also das ist, ist so. Und ich lerne auch noch dazu. Ich meine, ich bin ja noch nicht so lange im Hobbygeschäft. Oder halt, hast du schon 10 Jahre? 10 Jahre, aber halt ja, mit vor keine Erfahrung und alles. Ich meine, vor 40 Jahren mit Goldfisch auch gefangen. Eigentlich kann jeder froh sein, wenn wir kommen und es so gnadenlos zeigen und dann auch noch die Lösung bringen. Wie kann man es anders machen? Wenn du den Tierarzt kommst, der macht es gleich, aber dann kostet es halt 3,85. Ich weiß. Ich auch. Aber muss auch, Tierarzt muss auch trotzdem ab und zu auch mal drüber schauen. Keine Frage. Das war jetzt auch nicht gegen die Tierärzte, aber dass er seine Erfahrung nachher im Blog teilt, der kriegt es halt kostenlos. Wenn Sie auch im Blog kommen wollen, dann schreiben Sie bitte. Jetzt! Bis dann. Ciao.